Hallo und herzlich willkommen bei 6 Minuten Jura. Die meisten von Ihnen werden den Begriff des Pfandleihers schon einmal gehört haben oder haben in der Innenstadt ein Pfandhaus gesehen. Vielleicht haben Sie sogar schon einmal einen Gegenstand als Pfand bei jemand anderes gelassen. Heute schauen wir uns gemeinsam die rechtlichen Grundlagen des Pfandrechts an Mobilien genauer an, die in den Paragraphen 1204 folgende BGB näher geregelt sind. Man kann grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Arten von Pfandrechten unterscheiden, den vertraglichen und den gesetzlichen Pfandrechten. Heute wollen wir uns in erster Linie mit den vertraglichen beschäftigen. Für gesetzlich entstandene Pfandrechte ordnet § 1257 BGB an, dass die Vorschriften über vertragliche Pfandrechte entsprechende Anwendung finden. Zwei besonders relevante Formen, nämlich das Vermieter- und das Werkunternehmerpfandrecht, nehmen wir in einem späteren Film noch genauer unter die Lupe. Das vertragliche Pfandrecht ist eine von den Parteien gewählte Form der Kreditsicherheit. Sie bewirkt, dass sich der Gläubiger im Falle des Zahlungsausfalls seines Schuldners aus der verpfändeten Sache befriedigen kann, § 1204 Absatz 1. Dies erfolgt durch Verkauf der Sache, § 1233 folgende. Damit ein vertragliches Pfandrecht entsteht, müssen folgende fünf Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens, Einigung zwischen Eigentümer und Gläubiger. Zweitens, Übergabe der Sache. Drittens, Einigsein bei Übergabe. Viertens, Bestehen einer zu sichernden Forderung, sogenannte Akzessorietät, sowie fünftens, Berechtigung des Verpfänders. Die dingliche Einigung bezieht sich auf die Verschaffung eines Pfandrechts, was im Einzelfall durch Auslegung und Ermittlung des Rechtsbindungswillens nach § 133 und 157 zu ermitteln ist. Möglich ist ferner eine antizipierte Einigung hinsichtlich solcher Sachen, die erst noch hergestellt werden müssen. Das Übergabeerfordernis des § 1205 Absatz 1 Satz 1 entfällt dadurch jedoch nicht. Beachten Sie, dass der Pfandrechtsbestellung eine Sicherungsabrede zugrunde liegt, aus der sich weitere vertragliche Rechte und Pflichten ergeben können. Und, ein wichtiger Hinweis, diese schuldrechtliche Abrede ist nicht mit der dinglichen Einigung nach § 1205 BGB zu verwechseln. Übergabe bei § 1205 ist wie bei § 929 Satz 1 BGB zu verstehen. Gemeint ist damit im Ausgangsfall die vollständige Besitzaufgabe auf Veräußererseite und der Besitzerwerb auf Erwerberseite, beides auf Veranlassung des Veräußerers. Hier wie dort ist eine Ersetzung der Übergabe durch ein Surrogat möglich. Aber Vorsicht, Paragraphen 1205 und 1206 BGB enthalten dafür Sonderregeln, die in den Paragraphen 929 folgende ähnlich sind, aber nicht identisch. Wie bei der Eigentumsübertragung muss auch bei der Pfandrechtsbestellung die Einigung zum Zeitpunkt der Übergabe noch fortbestehen. Das Bestehen einer zu sichernden Forderung bildet die vierte Voraussetzung der Bestellung eines Pfandrechts. Denn das Pfandrecht ist eine streng akzessorische Sicherheit. Anders als die Hypothek kann ein Pfandrecht auch zur Sicherung einer Forderung bestellt werden, die nicht auf eine Geldleistung gerichtet ist. Sie muss aber in Geld übergehen können. Ferner scheiden unwirksame oder nicht durchsetzbare Forderungen als Sicherungsgrund für das Pfandrecht aus. Künftige oder bedingte Forderungen sind hingegen geeignet, wie § 1204 Absatz 2 klarstellt. Notwendig ist in diesem Fall jedoch, dass die künftige Forderung zum Zeitpunkt des Entstehens des Pfandrechts so genau bestimmbar ist, dass im Zeitpunkt der Forderungsentstehung klar ist, dass für sie ein Pfandrecht besteht. Fünftens ist notwendig, dass der Verpfänder einer Sache als Berechtigter handelt. Da es sich bei der Verpfändung um eine Belastung eines Rechts und damit um eine Verfügung handelt, ist grundsätzlich nur der verfügungsbefugte Eigentümer Berechtigter. Die Verpfändung durch einen Nichtberechtigten ist zwar möglich,
Allerdings müssen die Voraussetzungen der Paragraphen 932, 934 oder 935 erfüllt sein, die Paragraph 1207 ausdrücklich für anwendbar erklärt. Der Nichtberechtigte muss Besitzer der Sache sein oder sich zumindest den Besitz verschaffen können, damit ein Dritter das Pfandrecht gutgläubig erwerben kann. Ist dies nicht der Fall, fehlt jeder Gutglaubensträger und in der Folge ist der Erwerber nicht schutzwürdig. Das Pfandrecht kann übertragen werden. Dies erfolgt durch Übertragung der gesicherten Forderung, § 1250 Absatz 1 Satz 1 BGB. Die Norm verdeutlicht noch einmal die strenge Akzessorietät des Pfandrechts. Nach erfolgter Übertragung kann der neue Pfandgläubiger die Sache vom alten Pfandgläubiger herausverlangen, § 1251 Absatz 1. Ein gutgläubiger Zweiterwerb des vertraglichen Pfandrechts ist nach herrschender Meinung nicht möglich. Ist ein Pfandrecht wirksam entstanden, genießt sein Eigentümer umfassende Schutzrechte. Denn § 1227 weist ihm die für den Eigentümer geltenden Rechte zu. Insbesondere kann der Pfandrechtsinhaber die Rechte der Paragraphen 985, 987 folgende, 823 oder auch 1004 geltend machen. Das Pfandrecht erlischt regelmäßig mit der Forderung, zu dessen Sicherung es bestellt ist, Paragraph 1252. Ist der Verpfänder nicht gleichzeitig persönlicher Schuldner, dann geht die Forderung mit der Zahlung an den Pfandgläubiger auf den Leistenden über, § 1225 Satz 1. An dieser Stelle soll es mit dem vertraglichen Pfandrecht erst einmal gut sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und darf Sie noch auf das Quiz verweisen. Außerdem freue ich mich, wenn Sie diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keinen der neuen Filme zu verpassen. Auf bald bei 6 Minuten Jura.